Schiedsrichter Philipp Hubinger führt die beiden Mannschaften aufs Feld. Es ist eine kühle Angelegenheit am Edelweißplatz und wohl dem, der warm angezogen ist, denn die Partie selbst ist weniger wärmend. Nach 10 Minuten Mittelfeldgeplänkel kommt der aufgerückte Verteidiger Amar Hamidovic zur Flanke. Der Kopfball von Orhan Vojic geht zwar daneben, aber Bregatten bleibt am Ball. Dann, und das ist immer ein gutes Mittel, die Kugel Richtung 16er Markus Plutsch flach und das ist das 1:0 für die Gäste. Der Bregatten-Kapitän mit seinem dritten Saisontreffer und der Führung in Minute 11. Die Linzer mit der Chance auf Tabellenplatz 2, Sigi Markovic. Aber Stefan Pichler hat den Aufsitzer sicher. Sehr oft versucht Edelweiß, den 1er-Goalgetter Kenan Ramic ins Spiel zu bringen. Doch der hat nicht seinen besten Tag. Der Kopfball hier, Minute 44, geht doch deutlich über die Latte. Somit der Pausenstand 0:1. Die zweiten 45 Minuten beginnen mit einem Aufreger. In einem schnellen Passspiel ist Orhan Vojic auf und davon 1:1 mit Leonardsberger. Kein Foul, sagt der Unparteiische. Edelweiß im Spielaufbau bemüht. Chancen sind aber Mangelware. Philipp Früh wird mal. Aber viel mehr geht dann auch in Halbzeit 2 nicht. Dann sehen die knapp 200 Zuschauer einen Freistoß in Minute 55. Daniel Petrovic mit dem Kopfball und mit dem 2:0 für die Spielgemeinschaft Bregatten. Eine Standardsituation führt also zum zweiten Gästetreffer, den wir hier noch einmal haben. Und weil Edelweiß so wie hier auch schon mal leichtfertig den Ball verschenkt, kann der eingewechselte Kevin Hinterberger irgendwie alle ein wenig an der Nase herumführen und dann schiebt er den Ball noch lässig am Torhüter vorbei und es steht 3:0 für die Gäste aus dem Müllviertel. Da schaut die Edelweiß-Truppe alles andere als gut aus. Die Entscheidung in Minute 75, erst in der Nachspielzeit eine Gelegenheit auf den Ehrentreffer für die Linzer, aber auch das wird nichts. Die Spielgemeinschaft Alkenmax-Bregatten gewinnt bei der Union Edelweiß glatt mit 3:0. Ja, Edelweiß ist eine Spitzenmannschaft. Wir haben gewusst, dass das sehr schwierig wird. Aber mit dem schnellen Tor, wo wir in Führung 1:0 gegangen sind, war für uns viel leichter zu spielen gegen Edelweiß. Nein, es war nicht unser Spiel. Ich denke, wir haben extrem gut angefangen. Haben mit der ersten Aktion des Gegners 0:1 bekommen. Was natürlich für den Spielverlauf oder für unser Auftreten eher schlecht war. Ich denke, Bregatten hat es in Summe sehr gut gemacht. Die waren tief positioniert, waren extrem aggressiv in die Zweikämpfe und haben dann gut umgeschalten.